Hallo ihr Lieben, ich habe ein Haul für euch. Ich habe mal wieder bei Bastelwelt Schobis bestellt und ich liebe diesen Laden einfach. Ich wollte mir unbedingt was kaufen, beziehungsweise habe es mir jetzt vorgenommen, weil ich da schon echt eine lange Zeit nach Geier und jetzt habe ich mir gedacht, oh, komm, jetzt ist die richtige Zeit, jetzt kannst du es dir bestellen und habe in verschiedenen Shops geguckt und entweder war es nicht vorrätig oder die mussten das erst nachbestellen und wie das nun mal so ist, man will es gleich haben. Und ich habe, warum ich dann erst bei Bastelwelt geguckt habe, weiß ich gar nicht, aber der hat es einfach mal da gehabt. Ne? Der hat es vorrätig gehabt und ich dachte mir, ist ja geil. Und er hat dann natürlich auch so Sachen gehabt, die ich noch dazu haben wollte, die ich jetzt neu entdeckt habe. Die musste ich dann natürlich auch gleich, ne? Ihr kennt das ja, gerade bei Bastelsachen. Und bevor ich euch jetzt weiter ein Ohr abkaue, zeige ich euch einfach mal, was ich mir so Schönes gekauft habe. So, jetzt musste ich mal schnell die Mietze hier rauslassen. Und zwar habe ich mir Distress Oxide gekauft und ich haper da schon echt lange mit und guck mir da ständig Videos an und ich finde die so geil und jetzt müssen die unbedingt sein. Die sind so toll, ich bin so verknallt in die Dinger, wenn man das mal so sagen darf. Und zwar zum einen habe ich mir Cracked Pistachio gekauft, das ist so ein schöner Grünton. Dann Worn Lipstick, ein Rosaton. Ich weiß gar nicht, wie viele Töne es insgesamt gibt. Ich glaube 25 oder so. Berichte ich mich, wenn das falsch ist. Aber ich glaube, es gibt schon wieder neue. Ich glaube, seit einem Monat oder so gibt es schon wieder 10 neue oder so. Keine Ahnung. Wilded Violet. Broken China, ein wunderschöner Blauton. Dann Iced Spruce? Wie wird denn das ausgesprochen? Spruce. Ich lasse es. Ihr könnt es bestimmt sehen. Ich hoffe, es blendet nichts. Dann Vintage Photo. Ein schöner Braunton. Spiced Marmalade. Fire Brick. Also ich habe versucht halt so ein bisschen von allem mir so zu holen. Ein schöner Rotton und Fossilized Amber. Auch wunderschöner Gelbton. Ich habe halt versucht, mir so ein bisschen aus allem zu holen. Ne? So gelb, orange, ihr seht ja, ist eigentlich quasi fast wie der Regenbogen, bloß halt noch mit, ich denke mal, das ist so ein Grau-Blauton und so ein Braunton. Und ich freue mich riesig, die Dinger bald zu benutzen. Ich freue mich. Dazu habe ich mir natürlich noch ein Blending Tool gekauft, da sind jeweils zwei Stück drin, schon mit vier Kissen. Hab mir natürlich aber noch ein Pack dazu gekauft, wo noch 20 Kissen drin sind, weil vier Stück für neun Farben passt nicht ganz. Ach so, ein Kissen hat 5,99 € gekostet, das hat 6,99 € gekostet und das 6,90 € oder umgedreht. Ja, so, genau. Machen wir mal ein bisschen Platz. So. Und ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos vielleicht kennt, dass ich gerne mal mit diesen, habe ich die gerade mal hier? Mit dem Strass arbeite. Na, ich klebe eigentlich überall immer gerne Strass drauf oder Glitzer oder, ne? Halt Akzente. Und irgendwann kam ich auf den Gedanken, immer diese Strasssteine nachzukaufen, finde ich irgendwie doof. Weiß ich nicht. Und dann hatte ich ein Video in meiner Abo-Box von einer Amerikanerin, die diese Nouveau, wie heißen die denn? Nouveau Crystal Drops, genau, zum Beispiel. Ich hab's ja neben mir liegen. Diese Nouveau Crystal Drops vorstellt und ich dachte mir, klar, die hast du doch schon mal gesehen, vor Wochen, Monaten. Die habe ich in vielen Videos sogar schon gesehen, aber nie wahrscheinlich wirklich wahrgenommen, was ich denn eigentlich damit alles anstellen kann. Und deswegen, ne, mit diesem Gedanken, keine Strasssteine mehr zu kaufen, habe ich mir einfach Nouveau Crystal Drops bestellt. Und zwar diese hier. Zum einen, ich habe mir, ich glaube 10 Farben sind das. Zum einen habe ich mir bestellt, oh, kann man das jetzt gut sehen? Ich glaube, ich werde die jetzt mal alle rausholen und befreien. Die sind alle in so einem kleinen Tütchen. Und zwar haben wir hier, so sehen die aus. Das sind halt solche Kristallfarben, da gibt es verschiedene von.
Da gibt es einmal mit diesem Kristall oben, dann gibt es die mit Glitzer und durchsichtig. Ich fand diese Kristallfarben aber ziemlich hübsch und guckt mal, seht ihr das Schimmern? Ich finde das einfach nur geil. Das hier zum Beispiel ist Neptune Torque. Ach du Gott, nee. Torque. Nee, könnte ich nicht aussprechen. Vielleicht seht ihr das ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie es ausgesprochen wird. Und wenn ich es ausspreche, wahrscheinlich klingt das, ja, doof. Genau, das ist so ein grün-blau-Ton. Richtig, richtig toll. Und diese werden halt, ich könnte ja da mal ein separates Video dazu machen, die werden halt auf das Papier aufgebracht. Kann man in kleinen Kreisen machen oder in großen Kreisen. Man kann auch Linien ziehen. Das ist halt so ein 3D-Effekt ergibt. Genau, und davon habe ich mir viele verschiedene Farben gekauft, weil ich da einfach, ja, ich war da so fasziniert dann von, dass ich das so nicht wahrgenommen hatte damals. Schon komisch. Vielleicht kennen das ja einige von euch. Man guckt sich manchmal Videos an und Wochen, Monate später realisiert man das erst, was man sieht. Genau, das hier ist Pale Gold. Das ist halt so ein schöner, heller Goldton, nicht so krass. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr seht das und das blendet nicht so arg. Dann haben wir hier einen Schwarzton. Schwarz ist ja immer gut, ne? Schwarz ergibt ja auch schöne Akzente. Dann einen schönen Rosaton. Ich glaube, das heißt auch nur Schwarz, ne? Gloss Ebony Black. Ja. Das ist Bubblegum Blush. Das, ja, das hätte man fast sich denken können. Das ist ein schöner rosa Ton und sieht wirklich aus wie Kaugummi, wie man sich das vorstellt. Auch richtig cool. Dann, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich das normale Weiß nehme oder Ivory Seashell, habe ich jetzt das Ivory Seashell genommen, weil ich das schöner fand, weil das so schön glimmert. Na, das Weiß ist weiß und das halt, hat halt noch so einen Glimmer mit drin. Das finde ich schön, wenn da halt noch so ein, ja, Akzent mit zu sehen ist. Ich hoffe, ihr seht das. Ich hoffe, man kann es erkennen. So. Huch, jetzt schmeiße ich die Schere hier noch rum. Dann ein Grünton. Und zwar ist das Bottle Green. Auch richtig schön. Ich finde diesen Schimmer halt echt toll. Dann haben wir hier noch einen Blauton. Oh, der ist auch richtig toll. Das ist Wedgwood Blue, wenn das so ausgesprochen wird. Auch richtig toll. Dann haben wir hier einen Kupferton und das ist, glaube ich, so Metallic. Also ich glaube, einige Farben sind auch Metallic hiervon. Ich glaube, das ist auch diese hier. Weil das steht nicht gesondert drauf, dass das Metallic ist. Aber das nennt sich Copper Penny. Also ein schöner Kupferton und metallisch. Ich denke, ich werde ein separates Video zu diesen Crystal Drops machen, wie die dann aussehen. Interessiert mich ja auch. Das ist Silver Lining, also ein Silberton. Und ich glaube, der ist auch metallisch. Ähnelt ein bisschen dem. Nee, doch nicht. Ist ein schöner Silberton. Also die haben wirklich alle unterschiedliche Farben. Hier ist nicht so, dass sich eine dem anderen ähnelt. Und es gibt noch viel, viel mehr. Also ich habe mir natürlich nicht alle bestellt. Da würde ich arm werden. Aber es gibt noch mehr. Und ja. Und zu guter Letzt haben wir hier, ich bin ja nun nicht so eigentlich der knallige Typ, beziehungsweise der Neon-Typ. Neon ist das jetzt nicht. Das ist halt ein richtig helles Blau. Das ist Caribbean Ocean. Aber ich mag das. Ich hatte das in dem Video gesehen, wie das aussieht, wenn das getrocknet ist. Einfach nur toll. Deswegen musste das auch sein. Aber das ist kein Metall. Nee, das ist kein Metallic. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen und die Farben werden nicht verfälscht.
Wie gesagt, ich werde das nochmal in einem separaten Video zeigen, weil ich da auch echt gespannt drauf bin. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu sehr gewackelt. Oh mein Gott. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mich auch mal privat anschreiben, das wisst ihr. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ich zu diesen Distress-Oxid-Kissen auch mal ein Video machen soll. Wie die halt aussehen, wie sie verwendet werden. Da gibt es ja auch eine Menge Techniken für, wo ich mich ja schon echt drauf freue. Ich muss das jetzt alles mal auspacken und ausprobieren. Ihr wisst ja, wie das ist. Das muss erstmal begutachtet werden. Wie gesagt, schreibt mich gerne mal an. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dazu mal was sehen wollt. Hierzu kommt definitiv ein Video. Hier müsst ihr halt abstimmen. Ach, ich könnte ja natürlich, ich könnte auch jetzt oben im i eine Abstimmung. Ich mach mal. Genau. Jetzt seht ihr oben im i eine Abstimmung, ob ihr dazu ein Video sehen wollt. Machen wir das einfach mal so. Und ja, ihr Lieben, das war's. Das war meine Bestellung. Ach, ich hab's vergessen. So ein Fläschchen kostet 2,70 Euro. Also kein Preis, wenn man überlegt, wie teuer manchmal diese Strasssteine sind und wie schnell die aufgebraucht sind. Also da hält so ein Fläschchen eine ganze Weile, hier sind 30 Milliliter drin. Also 2,70 Euro, da kann man überhaupt nicht meckern. Wie gesagt, ich liebe diesen Laden, ich liebe ihn. Genau, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten. Und ihr kennt mich, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!